Herzlich willkommen hier im Kindergarten St. Barbara. Ein bisschen erinnert das ganze Jahr so an das Rätsel, was wir auf der Holdorf-App haben. Wir machen jeden Tag ein Türchen auf und wir machen dann im übertragenen Sinne auch jeden Tag hier einen neuen Spatenstich. Wir haben nämlich gestern auch schon einen gemacht und da ging der Boden irgendwie leichter. Ich habe schon mal probiert, das ist ganz schön schwer hier, die Schaufel in die Erde reinzukriegen. Deswegen ist es gut, dass wir so viele Helfer hatten. Gestern hatten wir nur 6 Stück und heute haben wir ja ganz viele von euch. Da ist das Loch gleich fertig, ne? Hase, was wird wohl geschehen? Barbara Zweige im Winter, stellt sie ins Wasser und wartet darauf. Barbara Zweige im Winter, wartet bis zum Weihnachtsabend, wartet nur darauf. Denn dann springen alle Knospen an den Zweigen auf. Kindergarten St. Barbara hat ja eine besondere Geschichte. Zum einen das Gebäude, so wie wir es hier sehen, aber auch im Kleineren die besondere Geschichte war im Holdorfer Gemeinderat. Begonnen haben wir vor einigen Jahren mit der Idee, man müsste das Gebäude ein bisschen umbauen. So war auch der erste Wunsch von Frau Großenschlaf. Ein bisschen umbauen, dass wir ein bisschen die Ebenen in einer Reihe kriegen, dass wir auch eine Gruppe mehr bekommen. Und dass der Kindergarten einfach auch für die Kräfte, die hier arbeiten, nicht mehr so anstrengend ist. Haben wir gesagt, ja, wollen wir machen. Da war die Größenordnung von ein paar hunderttausend Euro. Und so wie wir in Holdorf dann sind, wenn wir was machen, dann machen wir es gründlich. Sind wir dann zum Ergebnis gekommen, es ist besser, noch mal ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und dafür einen Neubau zu stellen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen. Und als wir das soweit beschlossen hatten, konnte das Grinsen aus dem Gesicht von Frau Großenschlammern gar nicht mehr weggehen. Heißt, ich grinse noch. Ja, genau. Wir freuen uns alle. Freut ihr euch? Ja! Ja.